Ja, wir hatten es gestern noch drüber. Thema Ladeluftkühler. Kommen wir zu was Erfreulichem. Ich habe heute Morgen um kurz vor 10 eine E-Mail erhalten, in dem Fall von Wagner Tuning. Und zwar sind eine begrenzte Stückzahl von Ladeluftkühler verfügbar. Und da haben wir uns jetzt gleich einen geschnappt, weil die nächsten werden erst so ab 1.5. lieferbar. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Termin mit dem Ford Focus RS einhalten. Ja, jetzt würde ich sagen, gebt mal kurz ab. Ich zeige euch kurz die glorreiche E-Mail. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das so funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, ab zur E-Mail. Ja, jetzt gab es heute Morgen um 9:52 Uhr doch eine erfreuliche Nachricht. Und zwar, wie ihr lesen könnt, ist der Ladeluftkühler für den Ford Focus RS begrenzt lieferbar. Und den haben wir jetzt über den Link gleich bestellt. Das switchen wir gerade mal um. Ladeluftkühler, ihr seht, wir haben noch ganze 2 Stück im Lagerbestand. Weitere Mengen sind wahrscheinlich erst ab 1.5.2018 lieferbar. Wir haben es jetzt geschafft, einen zu bekommen. Finde ich, sieht soweit ganz gut aus. Da bin ich mal gespannt, wie es sich einbauen lässt, wie die Passgenauigkeit ist im neuen Ford Focus RS. Und dann bin ich mal gespannt, sobald der eintrifft. Und dann sehen wir weiter. Jetzt würde ich sagen, ja, ihr seid informiert. Ihr wisst, dass der Termin Ende März haltbar ist, weil der Ladeluftkühler rechtzeitig da sein wird. Wir hatten jetzt Glück, dass wir die E-Mail bekommen haben von Wagner. Da danke ich Herrn Patrick Wittmann für die schnelle Rückmeldung, dass noch ein geringes Kontingent verfügbar ist. Vielen Dank und jetzt würde ich sagen, bis bald. Ciao.